Willkommen auf meinem Kanal. Du möchtest einmal live dabei sein? Dann schau gerne auf twitch.tv/bibscard vorbei. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Game. Mal gucken, wo der jetzt... Ah, sehr gut. Er hat doch direkt hier abgespeichert. Bereit zum Aufbruch? Hätte auch schon ein bisschen Angst irgendwie, dass es da nicht gespeichert hat, aber hat er. Und es regnet hier, genauso wie draußen tatsächlich auch. Okay, wir können uns mal wieder hoffentlich verbessern. Nein, können wir nicht. Aber mir fehlt da unten irgendwie immer noch dieses eine Werkzeug. Ich krieg es nicht gesammelt. Ich krieg dieses eine Werkzeug nicht. Weiß nicht, warum ich es nicht kriege. Sehr eigenartig auf jeden Fall. So, das ist also die Raskas? Muss doch irgendwie so ein Werkzeug wieder geben im Laufe des Spiels. Harz, aber nicht das Werkzeug. Also ich hätte jetzt wirklich keinen Bock, bei dem Wetter irgendwie auf See zu fahren. Aber gut, ich denke mal, den beiden bleibt halt auch nichts anderes übrig. Dann lieber so auf See, als von den Ratten angeknabbert zu werden. Hallo? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Unheimlich toll. Draußen. Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist doch ganz okay, um rauszufahren. Es wird irgendwie mal stärker, oder? Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt. Sophia, wir haben den Anker blockiert. Ich muss jetzt nicht ins Wasser springen, oder? Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Geh zum Steg mit der Kurbel. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Hier? Kann ich hier was machen? Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rügel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Hey, der Anker ist auf der anderen Seite des Schiffs. Ach so. Auf der anderen Seite des Schiffs, Moment. Hä? Nee. Anker? Bin ich denn doof? Muss ich hier irgendwie runter? Jetzt ging doch eben nicht weiter. Oh doch, jetzt geht's weiter. Hä? Ach, jetzt verstehe ich, was die meinen. Jetzt sehe ich es erst. Okay, 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 okay. Ah, okay. Nee, ich habe es gerade noch nicht mitbekommen oder nicht gesehen. Also, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Okay, okay. Okay. Wir müssen mal herausfinden, wer jetzt am besten hier runterkommt, tatsächlich. Können wir... Kannst du die Ratten beschäftigen? Würde ich... Das ist doch dein Ding, oder? Ja, wir könnten zum Beispiel den Fisch da hinten runter... schießen. Schaffe ich das von hier? Kriege ich den gepackt? Toll. Er sollte runterfallen, aber er endet es wieder da oben. Ach Mensch. Kann ich das denn von hier aufschießen? Ah, perfekt. Das geht. Das geht. Das sieht immer so traurig aus, wenn dieser Fisch da runterfällt und sich das Genick bricht. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. So, dann können wir nämlich jetzt einmal da die Kette reinziehen. Die Kette blockiert den Anker. Genau, ich habe den Lachs runterfallen lassen und dann das Tor da geöffnet. Das war jetzt irgendwie am offensichtlichsten auf jeden Fall. Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Ah, okay, dann muss er es machen. Na toll. Dann muss er es nämlich machen.
Und ich muss es dann zerstören. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Es gab noch eine Lösung, die sehr offensichtlich ist. Okay, interessant. Das war gerade für mich sehr offensichtlich. Aber schön zu wissen, dass es da halt auch mehrere Wege nach Rom gibt. Also ich hoffe, wir kommen jetzt ganz schnell wieder rüber, ohne dass die Ratten da jetzt wieder zurückkommen. Also musst du es wissen. Das können wir mitnehmen. Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. So, die knabbern sich dann noch schön durch. Weil die Stelle markiert ist, ich meine. Geht es jetzt los? Hm. Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, du wirst uns vom Blitz getroffen. Also dann zurück zum Anker. So, neuer Versuch. Moment. Störung. Hallo? So, Moment. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier weg. Und jetzt hisst das Großsegel. Hisst das Großsegel. Oberdeck? Ei, ei. Gleich geschafft. Ich gehe nach Backbord. Na gut, ich zur anderen Seite. Ah, okay, hierhin müssen wir, oder? Moment. Warte, was muss ich tun? Da muss ich hin. So, meine Güte. Ja. Mal eben das Schiff hier in Bewegung kriegen, ne? Wie machen wir das denn jetzt? Das ist ja smart, ey. Muss ich hier irgendwie was wegschießen wieder? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Ich habe auch keine Ahnung von Schiffen. Ich bin froh, dass ich den Weg jetzt gefunden habe. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Steg auf Steuerbord. Hä? Aber lass das Segel heilen. Steg auf Steuerbord. Steg auf Steuerbord. Das ist Steg. Okay, Steg auf Steuerbord wird hier vorne rechts des Stegs sein. Das Steg. Der Steg. Das ist für mich ein Steg. Steg auf Steuerbord. Du schaffst das, Amicia. Tu meinem Boot nicht weh. Ach, guck mal an. Okay, das war richtig. Steg auf Steuerbord. Zack. Schnell wieder zurück. Ah. Okay. Amicia, schnell! Spektakulär. Das war jetzt aber auch ein Kampf hier. Wir sind ein Pirat. Jetzt bist du genauso weit wie ich. Oh nein, spoiler ich dich, Theory. Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Errungenschaft freigeschaltet, Verbrecher. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt als Verbrecher. Oh. Das Gewitter hat aufgehört. Die See ist ruhig geworden. Oh, wie schön mit der Sonne jetzt. Wie hübsch. Das endlich mal wieder was Helles. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Oh ja. Wir waren jetzt zuletzt doch in relativ dunklen Gebieten irgendwie unterwegs. Mal wieder eine schöne Abwechslung, einfach nur mal, ja, dass es mal wieder hell ist. Schön hell. Wir sind Mörder, Dieb und kapern ein Schiff, also Verbrecher sind wir nicht. Wir sind Freibeuter. Freibeuter. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los,
Du wirst schon irgendwo gegensegeln. Sag das mal der Titanic. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Ich finde die cool. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Das ist sie, Lacuna. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Oh. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja. Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Diese Narbe von ihr. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Ich will nicht vom Schiff. Das ist so schön friedlich. Ich will mich erstmal noch umgucken. Ich will noch nicht aufs Land. Wobei das schon von hier aus sehr schön aussieht. Wir nähern uns. Mit der Insel. Hat sie dir gezeigt, wie man ein Boot steuert? Ja, hat sie. Doch nicht alt. Du, woher kennt Sophia eigentlich den Weg nach Lacuna? Sie hat hier bestimmt irgendwo Instrumente. Wir können sie auch fragen. Ja. Ich habe den erst noch nicht gesehen. Hast du den auf YouTube? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich leider nicht. Ich habe jetzt erst seit kurzem wieder damit angefangen, die Videos hier hochzuladen. Leider nicht. Hallo, ein toller Schild. Tut, oh ja. Muss. Hat mir auf die Haut gerettet. Und ist leider verbrannt wegen uns. Das ist ein Greif. Halb Löwe, halb Adler. Du hast also zur Hälfte recht. Das war mein Wappen. Mutig und listig, so wie ich. Unser Wappen ist ein Baum. Auch ein gutes Wappen. Stark, beständig, weise. Genau wie wir. Komm schon, Hugo. Was können wir denn jetzt noch er hier ist auf lustig. Dem... Sieht aus wie ein Bär. Und riecht auch so. Er riecht komisch. Ja. Riecht wie ein Dutzend... Hey, schau mal. Wow. Oh, hallo Freya. Ist das ein Diamant? Glaube ich nicht, aber es ist bestimmt wertvoll. Fass das lieber nicht an. Hier ist schon mal eine Karte. Eine Karte des Mittelmeers. Die ist schön. Und praktisch. Damit erkennt Sophia, welche Insel die richtige ist. Ich fuhr in das Mittelmeer und hatte keine Mittel mehr. Dinge, die nur ich lustig Angus finde. Angus hat uns das Leben gerettet. Ohne Joseph hätten wir es nicht geschafft. Er ist sicher froh, dass du sie hast. Ja. Ich versuche, ihr gerecht zu werden. Ich bin auch sehr froh, dass ich die Armbrust hier habe. Wäre noch natürlich cool, wenn man irgendwie die Pfeile nachbauen könnte. Dass man mehr Pfeile hat. Aber ansonsten... So, müssen wir jetzt noch irgendwo hin? Können wir hier runter? In den Laderaum. Oh, gehört das alles ihr? Ich denke schon. Außer sie beklaut ihre Mannschaft. Das dürfte dich interessieren. Oh, was ist das?
Ein Astrolabium. Astrolabium? Vater hat mir erzählt, dass man damit nach den Sternen navigieren kann. Oh, wie cool. Oh. Probieren wir es aus? Vielleicht nachts mal sehen. Ganz schön viele Schätze hat die Dame hier im Schiff. Sieh mal, ein Kompass. Darf ich mal? Ja, aber vorsichtig. Er ist schwer. Die Nadel zeigt dir immer an, wo Norden ist. Sie bewegt sich mit mir. Dann hör auf, dich zu bewegen. Hier, die Insel liegt im Süden, oder? Genau, wo wir hinfahren. Darf ich damit spielen? Aber nicht kaputt machen, sonst kriegst du es mit Sophia zu tun. Er hat es jetzt eingesteckt. Wir haben es geklaut. Aber es war eine Erinnerung anscheinend, oder? Sprich mit Sophia, um anzulegen. Ich glaube, mehr gibt es hier unten noch nicht zu sehen. Kletter hoch. Alles klar. Die Partikel hier, ich finde das so schön. Hugo und Amicia an Deck. Ja, wir kommen. Ja. Wissen wir. Ah, Moment. Hier gab es auch noch irgendwas. Tiere. Was? Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Ich hoffe auch. Für ihn. Moment, hier habe ich auch noch was verpasst. Schlafen hat so gut getan. Kräuter und Salben. Hugo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Aber hier ist irgendwie nur ein Bett für vier Leute, ne? Das riecht so gut. Ketten, Ringe. Sophia ist ja mächtig elegant. Aber warum kann ich die Karte jetzt nochmal anklicken? Ich hab sie doch eben angeklickt. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? Oder dort? Oder hier? Okay. Dann schauen wir mal, dass wir anlegen. Oh, da kommt was. Ach, hier leben sogar auch Menschen. Vielleicht kommt sie ja auch von hier, von der Insel. Wie schön. Schaut euch diese Buchten an. Das Wasser. Da wäre ich jetzt gern. Dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Okay, also sie scheinen sich ja da auszukennen. Oh, ist das schön. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. So viele Blumen. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genieß die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Ja. Das ist viel zu schön. Was ich dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Ach, wie schön. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Ich möchte darin schwimmen gehen. Das ist so ein tolles, klares Wasser hier. Hast du denn keine Angst vor Haien, Bibs? Ich würde auch nur hier ganz vorne schwimmen.
Da, wo man mich sehen kann. Ich schwimme doch nicht raus aufs Meer. Nee, nee, nee. Hier vorne so ein bisschen planschen. Da kommt auch kein Hai hin, hoffe ich. Ich habe so ein bisschen ein Bauchgefühl, dass die Ratten uns eventuell hierhin begleiten werden. Mal gucken. Ich hoffe einfach mal, dass es noch lange, lange dauert, bis die Ratten wiederkommen. Dann mach Fotomodus, dann kannst du schwimmen gehen. Ich schwimme jetzt ins Wasser, okay? Und... Oh, 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 aha. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie die Welten so von unten aufgebaut sind. Sehr interessant hier. Aha, guck mal einer an. Das ist ein sehr großes Wasser hier. So. Das war's dann mit dem Schwimmen. Ich habe, glaube ich, die Welt zerstört. Ich bleib lieber hier oben. Das könnte einiges kaputt machen. So, wir gehen mal. Da hat sie es ausgeschwommen. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Mhm. Dann schnell hin, los! Ja! Aber ich will mich doch von den, also hier um die Seiten noch, an den Seiten angucken, umgucken. Einfach Hacker-Vibes. Wenn ich eins kann, dann das Wasser spalten. Ich denke mal, ich kann hier nicht lang, aber ich will trotzdem gucken. Noch mehr ausladen? Oh, ich kann ja doch lang. Erledigt. Ich auch. Diesmal ist so viel los. Möchte auch da angeln. Oh, das wäre cool, wenn man hier angeln könnte. Na gut. Gehen wir mal hinein in dieses wundervolle Dorf. Schön. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Gibt's genug auf dieser Insel, denke ich. Sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Was mich gerade so ein bisschen beängstigt, sind das Möwenköpfe? Die so dekorativ noch hier oben mit dranhängen. So Möwenschädel. Das macht zwar nicht mehr so schön, aber ich guck da mal weg. Oder sind das Rattenschädel, die hier hängen? Das Rattenschädel? Also ich hoffe mal, wir werden auf dieser Insel einen Baum finden. Hier gibt es ja genug Bäume. Oh, das ist toll. Oh, so viele Farben. Und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Süß. Was, ein Vogel? Bist du bescheuert? Voll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Perfekt für die Festlichkeit. Das war sehr niedlich. Okay, was sagt der denn dazu? Hallo. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Nee. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld, Hugo. Wo können wir uns denn noch umhören? Oh, hallo, Frier. Schweineköpfe. Nee, du brauchst nicht hinter dem Bildschirm klettern. Wer hat Appetit? Oh, dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst.
Olivenöl, Kräuter. Ich will da noch nicht lang. Oh Gott. Da ist wieder das Schwein am Spieß, ein Spießbraten quasi. Hier könnten wir noch jemanden erfragen. Fische, großer Fisch, direkt aus dem Hafen. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Immer. Später vielleicht. Gerne. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier langlaufe? Nichts, ich kann hier nicht lang. Ich kann hier bei Vips nicht lurken. Ich stelle alles hinten an, wenn der Stream läuft. Oh Gott. Aber du musst schon mal was trinken, auf Toilette gehen und was essen. Okay, Thor? Bitte. Also, die drei Dinge in der Reihenfolge. Hin und wieder müssen die mal getan werden. Was ein krasser Unterschied einfach zur anderen Welt. Ja. Auch die Farben, der Kontrast ist echt viel, viel schöner. Ich würde gerne langlaufen. Ich brauche Blumen. Wobei, ich habe ja welche auf dem Kopf. Könnte ich... Salben gegen hier lang? Zwei zum Preis von einer. Was ist da drüben? Ziegen. Meh. Süß. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Kleine klein. Kann ich irgendwie Dreieck drücken? Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Lucinda, schöner Name. Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich. Liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Wie schön die Tiere auch aussehen. Meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist meckern. Aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Gehen wir. Die stille Lucinda, Erinnerung. Wiedersehen. Tschüss. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Ach schön, wenn die ganzen Kinder hier mit den Tieren so aufwachsen damals. Ja, cool. Aber trotzdem hilft uns das noch nicht wirklich. Glaube ich, ja. Mehr können wir hier nicht machen. Ich glaube, das war nur dazu da, um halt eine Erinnerung zu generieren. Das heißt, wusstest wir müssen wieder hier rein. Keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Wo können wir denn noch lang? Also hier rechts sind wir ja gerade lang gelaufen. Hier scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Immer mit der Ruhe. Erst muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren zum Platz. Ich will endlich den Rest sehen. Ich auch. Es wird Jahr für Jahr immer besser. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an.